Bevor wir nun in dieses etwas längere Video starten, ich muss noch einen kleinen Nachtrag bringen vom letzten Video, weil die Dinger waren irgendwie noch nicht trocken. Und da euch ja der Korpuslaborrat alles erzählt, nicht immer nur die Hälfte, so sieht dieses Teil aus, hat einen ganz besonderen Schliff und zwar auf der Seite gerundet, auf der Seite nicht, was zur Folge hat, dass ich diesen Riegel so einführen kann, aber er nicht über diesen Totpunkt kann. Das geht nicht. Und dementsprechend wird er an der Achse befestigt, kann verriegelt werden und es geht nicht weiter wie so. Auch wenn das Fahrzeug sich bewegt, Vibrationen kommen, das geht nicht weiter. Und da ich die gegenläufig gearbeitet habe, also den einen so, den anderen so, also selbst wenn es in diese Richtung gehen sollte, kann der nicht weg. Also es gibt immer einen, der auf jeden Fall hält. Egal, wie ich fahre. So, dann gehen wir mal ins Auto gucken, was ich da gebaut habe. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie das Ganze dann wirklich aussieht. Dann schauen wir doch einfach mal rein. Also hier unten habe ich auf jeden Fall schon mal weitergearbeitet. Hier ist jetzt auch Parkettlack drauf, nicht wahr? Das ist lackiert. Das überflüssige Weiß ist abgeschnitten. Vor dem Filz, nicht wahr? Und jetzt macht das Ganze doch schon mal ein richtig gutes Bild. Ich habe dann auch da unten mal weitergemalt, allerdings irgendwann aufgehört. Kommt noch. Und jetzt gehen wir mal da rein. Ihr habt euch bestimmt gefragt, was will der mit so einem riesen Bilderrahmen im Auto? Und vor allen Dingen, wo kommt das Ding überhaupt hin? Da. Ich habe hier meine Karte angebracht, dass ich sehe, wo ich bin. Die kann ich dank des Wechselbilderrahmens logischerweise auch umdrehen, also auf den nördlichen Teil. Und unter der Hilfenahme eines Faserschreibers, der für Whiteboards normalerweise gebraucht wird, kann ich euch hier die Stellen markieren, wo ich gerade bin und wo ich gedenke weiterzufahren. Also für weitere Videos von Rabe on Tour. Zum Wechseln der Karte, das ist genau ausgetüftelt, also nicht, dass ihr meint, das hängt einfach nur irgendwie. Beiden Riegel auf und dann liegt die Karte haargenau, wirklich plan eben auf dem Tisch auf. Dann kann ich in Ruhe die Karte wechseln. Und wieder anbringen. Ich für meinen Teil plane mal aufgrund des steigenden Luftdruckes an meiner Solaranlage zu beginnen. Aber nicht mehr heute. Schon viel zu spät. Warte ich drauf, dass es ein wenig besser wird. Und jetzt fangen wir endlich mal an mit dem Video, was, wie ich schon im Video von dem Bilderrahmen gesagt habe, am 9. November gestartet ist. Mittlerweile haben wir den 12. März. Also, das Ganze hat ein wenig gedauert. Ihr werdet am Ende des Videos wissen, warum. So, viel Spaß beim Video und auf geht's! Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborrat. Heute nach all diesen seltsamen Aktionen machen wir mal wieder am Crafter weiter. Und zwar habe ich vor, da oben das Loch zu verschließen. Ein wenig ansprechender zu gestalten, so in dem Stil wie hier oben. Die Blende, die die beiden Staukästen verdeckt. Also, ein kurzer Blick nach oben und dann gehen wir mal in die Werkstatt. Also die Geschichte kennt ihr schon und da wird es dann langsam hässlich.
Den Ventilator kann ich natürlich wegnehmen, das ist kein Problem. Der ist ja nur reingeklemmt. So, da müssen wir weitermachen. Die graue Leiste soll weg. Aber das Ganze so, dass ich da hinten an die verschiedenen Taschen noch dran komme. Ebenso soll da noch eine Gardinenstange rein, dass ich meinen Vorhang da aufhängen kann. Im Moment ist der nur mit Klettband hier befestigt. Also das hält sehr gut, allerdings kann man den Vorhang nicht beiseite schieben. Besonders knifflig wird da oben die Gegend, weil da laufen Kabel. Also im Moment nur eins, aber später mehrere. Und hier an dieser Leiste wird nachher die Deckenverkleidung befestigt, die sich nach hier vorne fortsetzt. Allerdings komme ich da nicht dran. Da. Das heißt, ich muss hier eine Auflage machen, wo ich die Deckenpaneele darüber schiebe, dass sie nicht nach unten fällt. Also, es gibt viel zu tun. Wie ihr seht, keine geraden Kanten. Das wird ein lustiges Unterfangen. Obendran, wisst ihr noch, habe ich hier unten drunter versteckt meine Fahrerkabinenbeleuchtung und die soll da bleiben, wo sie ist. Weil das ist der optimale Punkt, blendet mich nicht, schafft aber, wie im Video beschrieben, das nötige Flair in der Fahrerkabine. Also, das Ding bleibt dran, davor kommt dann die Verkleidung. Auf geht's, genug geschwafelt. Ich denke mal, wenn ich unten anfange, habe ich das Schwierigste zuerst. Also, ich schneide mir jetzt mal zunächst zwei Streifen. Der mir vorgegebene Lochabstand beträgt 17,5 cm. Also bleiben wir 2 cm von der Kante weg und messen dann 17,5. Da bohre ich mir jetzt ein 5,5 mm Loch rein. Die Löcher habe ich gebohrt. Man sollte die Temperaturschwankungen zwischen der Werkstatt und dem Fahrzeug nicht außer Acht lassen. Im Fahrzeug sind das 17,5. Hier in der Werkstatt sind das 17, ich habe mich vermessen. So ihr Lieben, jetzt kommt hier in der Mitte, da jeweils noch zwei so eine Streifen drauf, kurz, dass ich nachher, wenn ich das einbaue, die Schrauben einführen kann und kann sie mit dem Ringschlüssel von unten festziehen, ohne dass man nachher die Schrauben zieht. Und vor der Öffnung ist ja nachher der Vorhang. Also, denke ich schon mal. Also, ich schneide mal eben die 1, 2, 3, 4 Plättchen und leime sie kurzerhand auf und dann sehen wir uns wieder. Während jetzt hier die Klötzchen da so vor sich hin trocknen, habe ich mal ein bisschen gelesen in meinem Fundus. Übrigens stammt von meiner Amazon-Wunschliste, die nicht mehr sichtbar ist. Materialien besonders für Holz, Beton, Porenbeton, bla 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 bla, also Holz, ja. Mindestens eine Klebefläche muss porös sein. Habe ich auch. Ich glaube, während das hier vor sich hin trocknet, weil das muss gut durchtrocknen, da hängt nachher was dran, gehe ich mir meine Schablone machen. Liebe Leute, die Schablone ist fertig. Das Brett, was ich noch zur Verfügung habe, ist zu klein. Also muss ich erstmal so Richtung Materiallager fahren, wo man gegen einen gewissen Beitrag sich das Material aufstocken kann. Sprich, ich muss zum Baumarkt. Also, die bleibt mir erstmal erhalten. Das geht in Warteposition. Mein Leim ist noch nicht so weit. Also, ich mache jetzt erstmal wieder ein Päuschen und dann geht's weiter, ne?
liebe Leute, wieder sind einige Tage ins Land gegangen. Ich habe da derweil mal noch ein paar andere Projekte gemacht. Es ging halt wieder nicht weiter. Zwischenzeitlich habe ich mir so eine Aluminium-T-Profil mal auf Länge geschnitten, zwei Löcher reingebohrt, das Ganze an einem Holzklötzchen festgemacht, damit ich meine Fahne wieder aufhängen kann. Im Endeffekt bin ich jetzt mal sehr glücklich mit der Lösung, weil ich kann damit hervorragend weiterarbeiten. Zumal später ja noch ein wenig dekoriert werden muss in die andere Richtung, die ich im Moment dann nicht sehen werde. Aber kommt. Die Lampe hängt auch. Also meine Hintergrundbeleuchtung hat auch funktioniert. Also wie gesagt, ich bin erstmal mit der Lösung glücklich. Jetzt gehe ich hin und werde hier mir im regelmäßigen Abständen Markierungen anbringen, damit ich die Kontur des zu verschließenden Raumes ermitteln kann. Ja, das machen wir jetzt mal zuerst. Wie ihr seht, hier hinten hat es auch ein neues Brett. Das war dann auch nicht so einfach, das aufzutreiben. Ich kann euch mal wärmstens einen gewissen Baumarkt empfehlen, deren innere Kommunikation dazu führt, dass man sinnlos durch die Gegend fährt. In einem Baumarkt hatten sie es nicht. Ich habe mal gefragt, so 40 Kilometer weiter ist noch einer von derselben Kette. Soll mal anrufen, fragen, ob die das haben. Ja, haben sie, fahre ich hin. Und was war? Haben sie auch nicht. Ich habe aber jetzt. So, machen wir mal die Markierung. Also in dem Stil weiter. Es gibt Tage, liebe Leute, die fangen genauso bescheiden an, wie die letzte Woche aufgehört hat. Es funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das erhofft habe, denn da sind ein paar Biegungen in dem Auto von der Verkleidung, die mich jetzt enorm stören. Ich mache mal eben eine kleine Programmänderung und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe die Markierung nicht ganz umsonst gemacht. Genau daran werde ich mich jetzt orientieren und unter Zuhilfenahme eines rechten Winkels mir ein rechtwinkliges Brett schneiden. Sechs Zentimeter von der Außenkante weg. Acht Zentimeter von der unteren Kante weg. Vier Zentimeter von der oberen Kante weg. 4 Zentimeter. Und das hier muss jetzt raus. Es gibt die Möglichkeit, mit einer Stichsäge, ich traue dem Mechanismus nicht, also mit der Stichsäge, mit der man angeblich eintauchen können soll. Ich wage den Mechanismus zu bezweifeln.
ich mach's anders. Und zwar gehe ich hin und stelle mir diese Abmessung hier ein, fahre dann das Sägeblatt komplett unter den Tisch. Lege das Brett falsch herum auf und da ich ja Angst habe um meine Fingerchen, kommt da ein Gewicht drauf, anstelle ich nachher meine Hand dahin halte, oben rein vibriert dann das Brett nicht, dann schalte ich die Tischkreissäge ein und fahre langsam das Sägeblatt nach oben. Nur so weit, dass es rausguckt. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder fahre ich mit dem Brett so weit, wie ich möchte. Das lasse ich mal. Ich nehme das Brett nachher runter und mache die Kontur dann definitiv mit der Stichsäge. Ich bin exakt am Strich. Das Ganze machen wir dann auf allen vier Seiten. Also nicht wir, sondern ich. Aber ihr braucht ja jetzt nicht zugucken. Ihr wisst ja, wie es geht. Also, einmal ringsrum, bis gleich. Und jetzt brauche ich nur noch entlang dieser Schiene einfach mit meiner Stichsäge fahren, bis da hinten der Strich sichtbar ist. Und dieses Sägeblatt werde ich jetzt mal kurzerhand entsorgen. Es hat irgendwie die Bestrebung, in eine Richtung zu entschwinden, die ich nicht beabsichtige. So, weg ist. Jetzt machen wir da weiter. So, ihr Lieben, jetzt habe ich ein Brett mit einem Loch. Und jetzt machen wir das Loch wieder zu. Ich bin im Bilde. Und dazu nehme ich jetzt das Brett, was ich eben am Anfang abgeschnitten habe, weil das ist logischerweise größer wie das, was ich ausgesägt habe. Die Aussparung ist jetzt 22 cm. Und 84 in der Breite. Das Brett ist 26, passt also auf jede Seite 2 cm über den Rand und bei 84 plus 4 macht 86. Da schneide ich mir das Brettchen jetzt mal ab. Also entlang dieses Striches. Und wenn man seine Gedankengänge auch zu Ende denken würde, also nicht 86, sondern 88. Weil,
muss ja auf beiden Seiten 2 Zentimeter größer sein, nicht wahr? Womit wir diesen Strich jetzt geflissentlich ignorieren können. Den Rest macht Schleifpapier. Und jetzt, liebe Leute, benötige ich die von mir in mehreren Stellen des Fahrzeuges bereits genormte Thunfischdose, damit ich nachher überall dieselben Rundungen habe. Ist das mein Messgerät? Und das machen wir jetzt rund. So. Womit wir jetzt ein Brett haben mit Loch und ein Brett mit gerundeten Kanten. Also Ecken, die Kanten kommen noch rund, ja. Und jetzt sollten wir uns mal langsam um die Befestigung kümmern, dass das Brett mit den gerundeten Ecken wieder an das Brett mit dem Loch passt. Manchmal sind Gedankenfehler einfach dazu da, gemacht zu werden. Der Gedankenfehler war jetzt nicht nur auf meinen Mist gewachsen, sondern auch in der Funktionsweise der Mechanik dieser Verschlüsse. Das funktioniert nämlich nicht. Und zwar werden diese Verschlüsse so aneinander gesetzt. Und wenn man den Bügel dann zuzieht, dann zieht das da rein. Und das kann ich bei einer Klappe ja gar nicht machen. Also. Och, wisst ihr, die verbaue ich mit Sicherheit woanders. Machen wir mal weiter. Derweil haben die ja auch schon ihre richtige Farbe. Die werden nämlich hier unten ihr trostloses Dasein fristen. Wie ihr seht, wird diese Klappe, die sich im oberen Bereich des Fahrzeugs findet, nach unten hin öffnen. Ich habe nämlich keine Lust, die Klappe mit einer Hand festzuhalten, während ich das Material entnehme. Also klappt das Ding raus, gut ist, und dann habe ich 2 Hände zu arbeiten. Klappe zu und dann muss ich mir halt eine neue Verriegelung einfallen lassen, aber ihr kennt mich, mir fällt was ein. So. Jetzt werde ich erstmal da unten eine Konsole hinbauen, die mir gleichzeitig die Schraubenlöcher verdecken könnte. Das muss ich allerdings erstmal am Fahrzeug ausprobieren. Bis gleich. Man kann nicht immer die passenden Resthölzer in ausreichenden Längen zur Verfügung haben. Also, die Dicke brauche ich. In der Länge.
und die leime ich jetzt einfach mal dahinter. Und jetzt machen wir wieder unsere allseits beliebte Leimpause. Ich weiß jetzt mal nicht, inwieweit ihr noch überhaupt auf dem Laufenden seid, weil ich hatte mal nachgeguckt, das letzte Mal war es der 9. November, als ich etwas an diesem Teil getan habe. Und mittlerweile haben wir den 1. März. Ja, da waren wohl ein paar Projekte dazwischen gekommen.
Moin Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt bei dem Schnelldurchlauf noch mitgekommen. Ich habe dann gestern ein wenig mit Farbe herumgespielt. Und das packen wir jetzt mal aus. Und auch dieses ominöse Teil hat ein wenig Farbe abbekommen. Ich bin gespannt, wie es aussieht.
Na, wollt ihr mal gucken? Sieht doch geil aus, oder? Packt man das auch aus? Ja, ne? So, liebe Leute, das wäre dann auch ausgepackt. Sieht so aus. Und im zusammengefügten Zustand könnte es etwa so aussehen. Das Ganze bekommt jetzt noch eine zusätzliche Schicht Lack drauf, nur um die Oberfläche in seiner Gesamtheit zu schützen. Das andere Ding, das steht im Moment in der Trockenkammer. Ja, liebe Leute, die große Platte ist jetzt aus der Trockenkammer zurück. Die anderen sind jetzt in der Trockenkammer. Und wenn die trocken sind, brauche ich nur noch, wirklich nur noch, die Sachen komplettieren und einbauen. Ich habe mir hier so Torverriegelungen geholt. Wenn ihr schon mal darauf geachtet habt, dass ich alle Verschlüsse an dem Wohnmobil, Reisemobil, Funkmobil mit einem Schwerkraftmechanismus behaftet habe. Denn alles, was nach unten fällt, genauso wie meine Riegel bei dem Schuhschrank, oder bei der Konstruktion mit dem Abfalleimer. Da ist so ein Riegel, wenn der nach unten fällt, ist zu. Und so auch hier, das fällt nach unten. Ich muss es in die Waagerechte bringen, kann dann öffnen und wieder nach unten befördern. Dann kann ich die Klappe frei bewegen, zum Verschließen rein und nach unten fallen tut es alleine. Und da verriegelt er dann. So mein Gedankengang von diesen ganzen meinen Verschlussmechanismen. Die beruhen eigentlich alle auf der Schwerkraft. Denn soweit ich weiß, ist noch nie etwas nach oben gefallen. So, den Inhalt dieser Kistchen muss ich noch befestigen. Meine Scharniere, meine Schnapper und das Ding hier an der dafür vorgesehenen Stelle an der Schiebetür festmachen. Wenn ihr jetzt darauf wartet, dass ich euch jetzt das Endprodukt zeige, sei hier mal gesagt, für alle die, die immer schnell durchs Video durchklicken und möglichst schnell am Ende ankommen wollen, ich muss euch leider enttäuschen, liebe Leute, was ich gebaut habe. Gab es ganz am Anfang vom Video, da könnt ihr gucken, weil ich bin ja nicht umsonst so langsam in das Wohnmobil, Reisemobil, Funkmobil eingestiegen. Ich sage an dieser Stelle wieder mal Winke, Winke, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir alle gesund, bis die Tage und tschüss. Und jetzt ab nach Vorspulen, bis ganz am Anfang, da seht ihr, was ich gebaut habe.